Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid, ihr Schlingelings. Ja, und wir sind hier dabei, einen Plan zu schmieden, ja, um uns vom Herrn Moselewski zu entledigen. Wie das weitergeht und ob das gut geht, das seht ihr hier, ihr Lieben. Viel Spaß. So. Ah, das geht schon. Oh. Oh mein Gott. Ich bin auch gespannt. Jungs, da bin ich wieder. Ja, moin. So, hier. Hier ist der Plan. Passt auf. Guckt euch mal die Karte ein, ihr Lieben. Ja, strich mir da drauf. Ja, guck mal die Karte. Kannst du nicht zeichnen? Guckt doch jetzt nicht so nach der Zeichnung und wie und was und wo. Was hast du gesagt, soll ich auf Zeichnung gucken? Ja, Mensch, aber nicht so, wegen der Strichkarte, wegen der Strichmenschen und so. Pass auf, wir haben ja, wir haben ja hier zwei Teiche. Ja? Ja. Pass auf, folgendes. Und wir nehmen aber nicht den Teich in der Mitte. Nee. Den Herrn Moselewski, sondern im Brockwitz oben. Und nein. Wir lassen das einfach aussehen, als wäre es ein Unfall. Oh. Mit dem Moselewski. Hm. Edmund, könntest du da irgendwie, dass wir da irgendwie was machen können? Ja, ist das tief genug? Ja, ich denke. Wir können ja mal eine Probetauchung machen. Ah ne, da fällt's aber. Ja. Wir treffen uns mit Chichi und schmeißt Chichi da rein. Kann nicht schwimmen. Oh. Wir könnten aber auch kurz, wenn du sagst, das mit dem Teich, das ist ja zu komisch, dann hätte ich noch eine Idee. Wir fahren einfach an den Steinbruch. Wir fahren da rückwärts ran. Ja. Und schnüren ihn da wie ein Westpaket und lassen ihn einfach mal ein bisschen baumeln. Ja, Angst machen. Ja. Aber nicht umbringen. Nee, das gibt da unten nur Flecken. Ich wäre halt wirklich für Wasser. Ich bin da nicht dafür. Passiert da nichts, glaub mir. Da passiert nichts, wenn das rauskommt, Alter. Was soll denn da rauskommen? Das wissen nur der Edmund, das wissen nur du und ich. Ich saß schon mal ein paar Stunden in den Wänden. Ja, ich weiß. Ja, ich nicht. Ja. Ich weiß aber immer noch nicht, warum. Ja, da brauch mal deinen netten Kompagnon da. Jetzt kommen wir nicht schon wieder mit Elchen, oder? Ja. Doch. 100%. Ein Telefon. Ein Telefon, ja. Ja, Holzeif. Lautspiel bitte. Ja, mach ich. Holzeif. Gerne hier. Ah, Peter, moin. Gut, wie ist es? Beschissen ist geprahlt. Ach, so gut? Ja, ich habe keine Haare mehr am Kopf. Ist alles abgebrannt. Warum? Peter, der sieht aus wie einer von der Blue Bank Group. Aber wie ist das denn? Das ist der Harry, ich habe einen Lautsprecher an, ja. Oh, nee. Was ist denn hier? Oh nee, was ist mit dir? Nein. Was ist denn? Gut. Ich sag dir eins, Hafer, packst du mich noch einmal an? Da kriegen wir ein Riesenproblem. Was ist denn mit dir jetzt? Wegen dem Anhänger, dem kannst du abbestellen. Ich habe einen von der Nachbargemeinde geliehen bekommen. Die waren auf jeden Fall schneller als du. Und zweitens, meine Gewichte sind immer noch nicht da. So, ja. Danke. Echt? Und das war drittens gut. Schon. Ja, das war drittens. Entschuldigung, okay, aber ja. Okay, Herr Kern, nur zu mitschreiben, ja? Heißt ja. Holzverbot. Ja, das bringt dir ja viel. Oh, kannst gut. Deine Geräte sonst wo holen? Ja, machst du das so auch schon. Wow. Zwei Fragen nur. Kaufst du Milch an? Natürlich. Okay. Nein, nicht. Doch. Nein. Was hat der denn? Das ist mein Landhandel. Ah, ganz, ganz verkehrt, Kurt. Was ist jetzt schon wieder ganz verkehrt? Unser Landhandel, hast du gesagt, ja? 51% habe ich noch. Ja, und trotzdem, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Du kannst hier machen, was du willst, aber nicht im Landhandel. Ja, da habe ich Mitspracherecht. Ja, ist ja richtig, aber ich sag nein. Doch? Nein. Doch? Nee. Doch? Nee, da kannst du eine Milch selber trinken. Nein? Doch? Nein, die kaufen wir an und verkaufen dann wieder einen Herzog. Nein. Dann lieber kaufst du die vom Herzog. Der will ja welche haben. Ja, aber nicht den seine. Doch? Nein. Warum? Warum? Hast du aber gehört, wie der mit hier rum? Deutelt oder was? Nein, nee. Ja, hast du gebummelt oder hast du nicht gebummelt, Harry? Ich hab nicht gebummelt. Nee, wo ist der Hänger? Pass mal auf, das habe ich schon 150 Mal erklärt. Wenn ich die Dinge bestelle, ja, und die Dinge mit einem Lieferanten kommen, wenn das Zeug bei mir rausgeht als Bestellung und der Lieferant aber nicht aus der Knete kommt, kann ich nicht dafür irgendwo haftbar gemacht werden oder sonstiges. Nee, kannst du nicht, aber wusste das der Peter schon? Du,
Der Peter hat sich Ewigkeiten nicht gemeldet. Ja, dann hätte man das ja kommunizieren können. Ah, das ist K in der Kommunikation. Ja, richtig. Doppelt gesprochen, die Milch will ich trotzdem nicht. Kurt, bist du noch dran? Ja, natürlich bin ich dran. Ja, ja gut. Ja. Kaufst du auch Kompost an? Nein. Doch? Nein. Alter, wir brauchen Kompost. Nicht sein. Ja, Harry, dann mach dich aufs Klo und fang an mit produzieren. Wahrscheinlich früh schön, habe aber nachgeschaut. Ja, das reicht aber nicht. Es reicht nicht. Peter? Natürlich. Peter, bist du dran? Ich bin dran, ja. Okay. Peter, was stellst du dir vor für deinen Kompost? Geld. Dass du keine Eier haben willst, ist mir auch klar. Mensch, du hast gefragt. Wie viel Geld? Also... Ja, warte, erzähl her. Mach mal ein Angebot. Nee, ich frag dich gerade. Nee, so funktioniert das nicht. Wenn ich dich frage, was du dir vorstellst, kannst du nicht sagen, mach mal ein Angebot. Dann geht nicht. Ich hab gesagt, ich stell mir vor Geld. Ja, aber ja. Wie viel Geld? Ja. 1,50. Wie viel Geld? 1,50 oder was? 300. Wer weiß? Für 1000 Liter. Ach ja, ich wollte gerade sagen. Das klingt gut. Was? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. 300. Für eine Zahn, sicher. Hey. Doch. Hey, pass auf, 400, Kurt. Peter. Was ist denn mit dir verkehrt? Das ist die falsche Richtung. Peter. Wir kaufen. Hallo, Harry. Peter, das ist die falsche Richtung. Ja, warte doch mal, wo ist denn? Peter, bist du da? Ich bin da, ja. Ja, 400, okay. 400 pro 1000 Liter. Ja. Okay, dann bringe ich euch 245.000 Liter vorbei. Dankeschön, tschüss. Alles klar, wiederhören. Tschüss. Harry? Ja. Was ist mit dir? Ja, warte mal. Ja. 300 Kurt. War in Ordnung. Kurt. Ja. Pass auf. Bei der Thematik, bei solchen Menschen, ja, musst du das Große und Ganze sehen. Boah, nichts kommt nichts, ne? Ja, ja. Richtig, das ist richtig. Kurt, pass auf, folgendes. Ja. Bist du dabei? Oh. Mit dem Musilewski. Jetzt klingelt schon wieder das komische Telefon. Geh ran. Ja, ich geh doch ran. Wollzeit? Ja, Peter hier nochmal. Ja, moin. Hast du einen großen Anhänger? Ja. Wie viel Volumen hat der? Ja. Ach, so viel? Ja. Ich glaube 48. Ja, was willst du denn? Was ist denn? 48 Kubik, glaube ich. Was denn? Deine die Mulde. Die ja, Mulde, ja. Ja, kommt hin. Ja. Aber ich habe keinen Schlepper mehr, glaube ich. Ja, einen Schlepper habe ich. Dann käme ich gerade mal runter, würde den mir mal ausborgen und dann würde ich dir mal den Kompost runterfahren. Nein, Schlepper meine ich, du brauchst einen Dolly dazu, wenn du einen Traktor hast. Hab ich. Ach so, hast du. Oh, wenn du es hast. Ja, ja. Dann komm mal zum Händler, steht beim Händler. Okay, du zum Händler? Ja, zu mir! Achso, da darfst du nicht drauf, gell? Müssen wir vor der Schranke treffen. Du darfst, also wenn du was abholen willst, darfst du drauf. Wenn es von Landhandel ist, darfst du sehr gerne drauf, Peter. Bist du ein gern gesehener Gast. Wenn du noch mal zu Lillisch hast mit der Maschinerie, red mal doch mal! Ich hab grad kein Wort verstanden. Ich auch nicht, mach dir nichts draus. Okay, alles klar, bis später. Tschüss. Bis dann, ciao. War sein, du musst schon ein bisschen. Wie, was? Wie, du hast nichts verstanden? So, das kam jetzt zum Schluss rüber. Ich habe gesagt, wenn du nochmal so lillig bist, dann kommst du nicht mehr. Ja, genau. Mal ein bisschen langsam. Warte, ich bin immer. Nee, ich bin nicht langsam, aber Schritt langsam. Ja? Nee, genau. So, pass auf, folgendes. Warte, ja. Ich habe auch noch was für euch beide. Warte mal. Ari, ich will aber nicht, dass irgendjemand umgebracht wird hier. Hallo. So, hier ist ein Paket für dich. So. So, hier ist ein Paket für dich. Edmund, so, wunderbar. Die schwarzen Helme und schwarzen Anzüge. Und die Handschuhe dazu. So, die sollen wir jetzt anziehen? Jetzt doch nicht, es ist doch noch helle. Ja, und. Das Ding steigt heute Abend. Der ist irgendwo, der geistert irgendwo hier noch. Ich glaube, der ist, glaube ich, irgendwo in der Nähe sogar oben beim Peter einquartiert oder so. Irgendwie habe ich den da oben rumwandeln sehen. Hat er was mit dem Peter zu tun? Können wir doch Peter erstmal fragen? Nee, natürlich hat er mit dem Peter nichts zu tun, um Gottes Willen. Hätte ich ja schon überlegt, den Peter dann hier, aber nee, um Gottes, nee. Nein, lass den bloß den Peter in Ruhe. Ja, nee, dann lass mal Ruhe. Das ist ein guter Kerl. Ja, ich weiß, er hat zwar manchmal komische Vorstellungen, aber es ist ein guter Kerl, ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem, ja. Also bist du dabei, Kurt, oder nicht? Wenn wir niemanden umbringen.
Wir schuppen nur Angst machen. Wir fahren nur ein bisschen ins Wasser. Wir fahren nur so weit, also Edmund fährt nur... Das ist eine Ladefläche, das ist gefüllt. Nee, der Edmund fährt nur so weit rein, dass das Wasser langsam in den Innenraum kommt. Also ja. Wir stehen ja draußen drumherum, wir sehen ja, wenn es enge wird, da können wir ja noch hinterher springen. Und wenn ich von der Kupplung rutsche? Du springst ja vorher raus. Wir stehen ja, wie gesagt, wir stehen ja draußen, wir gucken ja zu, dass nichts passiert. Nein, zu dem Vorschlag vom Herr, vom Kurt. Ja. Was denn? Ein wenig. Und wenn ich von der Kuschel rutsch, ups. Ja, so, genau, so Unfall. Er hat einen Herzinfarkt gekriegt. Wer? Na, Edmund. Und ist von der Kupplung gerutscht. Und dann machte das Auto fupp ins Wasser. Dann haben wir zwei Tote. Nee, der Edmund lebt, ja. Wir sagen einen Herzinfarkt. Wir sagen ja nur, dass er eine Herzattacke hatte. Ja, und wie erklärst du dann die Person da hinten drin? Was? Keine Ahnung, haben wir nicht. Das war nicht, nee. Wiss nicht. Können wir abstreiten. Halt was tun. Machen wir überhaupt da oben? Wir wollten eine teambildende Maßnahme machen. Beim Brockwitz. Wir haben getrunken und haben uns verfahren. Da ist mein Führerschein weg. Und deiner auch, deiner ist noch auf Probe. Edmund ist gefahren. Der hat keinen, oder? Hast du einen Führerschein, Edmund? Ja, natürlich hat er einen. Edmund, hast du einen Führerschein? Na ja, klar habe ich einen. Ja, Gott sei Dank. Siehst du, er hat einen. Ja Gott, pass auf jetzt. Also entweder müssen wir jetzt, also guck mal Kurt, wir können nur eins. Entweder an ihm Strang ziehen, dass unsere Gemeinde Zukunft hat, ja, oder nicht. Hast du schon mal deinen Freund angerufen? Der ist doch für sowas auch bekannt. Weil jetzt fang doch nicht mit El Schönchen wieder an. Weil ich Kurt, ganz ehrlich, du musst dich wirklich mal mit ihm an den Tisch setzen und ausreden. Nee. Doch. Nee, du doch. Musst das vielleicht mal machen. Nee. Aber wie gesagt, jetzt hast du schon dieselben Anwandlungen wie er. Wie, hä? Die Leute hier... Einfach ich, verschwinden lassen. Weißt du, ich weiß nicht. Ach, apropos verschwinden lassen, das weißt du auch noch nicht, ne? Nee, war ja hier zwei Tage ausgenockt, was weil einer mit der Packerschaufel auf den Bomben umgeklimpert hat. Oh ja, entschuldige, es war ein Unfall. Kollateralschaden, du hast doch überlebt. Ja, guck mich an. Ja, mein Gott, das macht dich echt attraktiver. Ja. Also, das macht dich so Hitman-like. So Freddy. Eher so Hitman-like. Ja. Wir könnten demnächst so einen Tätowierer gehen. Lass mal da hinten noch so ein Strichcode rein tätowieren. Nein, hier wird nichts tätowiert. Nicht. Ja, gut, war ja noch eine Idee. Aber pass auf, Edmund, auch für dich. Ja, also das wissen dann nur wir, aber mehr dürfen es nicht erfahren. Der Eddie. Natürlich. Der Eddie und der Ewald, ja. Kurt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die für Dinger gedreht haben. Ich hatte ja hier womöglich der Schreiber Eddie, ne? Ja. Ich hatte hier, also ich weiß nicht warum, aber ich stand ja das Polizeiauto. Mhm. Ich weiß nicht, wie es hergekommen ist. Ich habe zum Eddie so gesagt, naja, und das könnte, und vielleicht können wir das ja irgendwie verschwinden lassen oder husch husch und so, ja. Sagt dazu auf immer, ja, ist kein Problem, hab mit Ewald immer solche Dinger gezogen. Aha. Da hat er das Ding irgendwo hin verkauft. Aber was, so aber, Polizeiauto gleich. Ja, so was? Komplett weg und nichts. Na, der hat so ein bisschen was über 40.000 gekriegt. Ist nicht schlecht. Ja, nee, ist nicht schlecht, aber ich bin ein bisschen erstaunt vom Eddie. Ja, Harry, ich bin gerade auch sehr erstaunt von dir, was du hier so planst. Was ich hier so plane? Wir wollen ihn doch nur erschrecken. Ja, na, ich hoffe. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ja, natürlich. Ja, so ein Vorschlag. Ja. Wir würden an die Kiesgrube gehen, ein bisschen da pendeln lassen, ein bisschen Angst einjagen. Wenn das nicht hilft, dann gehen wir an den See. Die Pendeln hat mir gefallen. Wie wollen wir ihn pendeln lassen? Am Seil. Ey, warte, hier draußen stand noch ein Kran, oder? Steht er noch da? Ja, Kran. Nee. Doch, der steht noch vorne, ja, warum? Ist das denn da? Nee, du kannst dich doch nicht, wir sind doch hier nicht, wir sind doch keine Piraten, die wir das mal auch schnell an der Reling auflegen. Ja, aber da kannst du ihn pendeln lassen. Ja, okay, gut. Okay. Oder, wir haben da unten das Silo noch stehen. Ja. Da, wo du drauf rumgekrabbelt bist. Ja, Entschuldigung, ja. Ja. Da kann man ja auch oben Seil anbinden. Aber da bräuchte ich mal was, wenn wir hochkommen. Pass auf, die Kran-Idee ist gar nicht schlecht. Wir machen es wie folgt. Heute Abend. 21 Uhr. Ja. Edmund, du nimmst den Kran
eierst hoch, ja, einen Steinbruch. Ja. Und du und ich, ja, wir suchen den Musilewski, ja, ziehen den in, also ziehen den ganz sachte, ganz normal zu uns rein ins Fahrzeug und nehmen ihn mit. Ja, hub den. Ja. Was ist mit ihm? Die Schrank. Ah ja, warte. Haben wir gleich. Das ist ein Schrein. Was ist denn das? Wer ist damit? Gaul. Der Alpha mit Hupen, das arme Pferd erschreckt ja, sich. Ja, das erschrickt ja. Herr Herzog! Herr Herzog? Selbst ihn hat die Sprache verschlagen. Ja. Wie halt einfach nichts sagend. Was ist mit ihm? Eisekalt sieht er vorbei. Aber eiskalt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Herr Herzog! Ja? Was ist mit Ihnen? Also so eingebildet habe ich Sie ja noch nie auf dem Pferd sitzen sehen. Warten Sie mal, ich muss mal hier kurz was klären. Peter! Weil ist der Goldricks. Da müssen wir gewaschen werden. Peter! Ja? Dann mach mal die Hütte aus, Mensch. Was ist denn mit dir? Ich verstehe doch keine Sache. Hörst du mich? Gut, was mit dir passiert? Ja. Ach, komm mal, ich komm mal rein. Ist gerade schlecht. Na, Peter, wie geht's uns? Hä? Raus jetzt hier! Was denn? So, wollen wir mal auf mein Grundstück fahren, Peter? Komm, los, darfst drauf fahren. Ich bin mit dabei. Los, Attacke. Hallo, Peter. Peter, komm. Peter. Peter. Jetzt rennt er nicht schon wieder weg. Ich bin's, Kurt. Ja, das ist Kurt, Peter. Das ist Kurt. Das ist Kurt ohne Haare. Ja, ein bisschen komisch sieht er aus. Das ist jetzt, also er muss ein bisschen ich in die Sonne. Genau dasselbe sagen. Was denkst du, warum ich gesagt habe, Blumenkrug? Kannst halt nicht ändern, es war ein bisschen warm am Kopf. Gut, das lag vielleicht. Dinge, die ich nicht verstehen. Ja. Nee, das lag vielleicht ein bisschen an der E-Explosion. Ja. Dann was? Ja, nix, war nur ein bisschen warm beim Herd aufmachen. Und Feuer bei Junge. und gescheppert Herz. Ein bisschen. Aber sonst geht's ihm gut. So, was ist denn jetzt, Peter? Wollen wir jetzt hier Zapfen schlagen oder wollen wir jetzt mal reinfahren? Ja, du hast gesagt, ich hab Hausverbot, also von Ich bin doch gerade eingestiegen und hab zu dir gesagt, komm, lass uns reinfahren. Sag mal, redest du manchmal über Heli oder hast du was im Gehör gehabt? Er hat doch gesagt, dass du reinfahren darfst, wenn du das abholen willst. Ja. Ich hab aber auch eben gesagt, dass ich auch schon mal was nicht verstanden habe, was er gesagt hat. Hast du gesagt, das stimmt, geht mir auch so. Ja, das hat aber nichts damit. Das Problem ist, Kurt hört jetzt neuerdings ein bisschen schwer. Was? Merkst du? Naja. Verstehst du, was ich meine? So, du willst den Anhänger abholen? Ja, hat der Kurt gesagt. Ja, okay. Der Anhänger kostet eine Stunde 500 Euro Miete. Das ist meiner. Ach so, wenn das so ist, dann fahr ich wieder. Nein, nimm den mit. Ich brauch den dann auch. Du hast das Ding mir übergeben zum Verkauf. Natürlich gehört er nicht mehr dir. Die Mulde? Ja, natürlich. Du hast gesagt, das soll alles weg. Habe ich noch eine Mulde? Was weiß ich, was du an Maschinerie hast? Peter, komm reingefahren. Komm rein. Nein, die Mulde doch nicht. Ja, du hast mir gesagt, du willst alles verkaufen. Also du kannst dich jetzt noch entscheiden. Ansonsten auch ein Reh. Was? Ja, ich meine dich. Du bist gerade sehr graziös gerannt. Ja, danke. Ja, gerne. Ja, also was ist denn jetzt? Soll die Mulde nur mit weg oder nicht? Ich muss erst mal nach Hause, Harry. Was willst du da hin? Umziehen vielleicht. Ah. Ah. Nein, aber ich muss... Beantworte ich mir immer noch nicht meine Frage mit der Mulde. Nee, die Mulde ist doch gut. Ich hab doch sonst nichts. Das ging um den LKW. Ja, Kurt, ich weiß es doch nicht. Wenn du zu mir sagst, das und das weg, dann mache ich das natürlich auch. Ja, aber du solltest einen neuen LKW organisieren. Ja, ist richtig, bin ich ja noch dran, kriegst du. Aber ja, der Mulde ist doch noch gut. Aber der fällt ein bisschen anders aus, der LKW. Kurt? Ja, Hauptsache praktikabel, ja. Ja, praktikabel. Ist das deins? Yeah. Was? Das. Nein? Das war ein Wildenfall, Peter. Das ist nicht meins. Mhm. Meins ist schwarz. Ja. Aber hier haben wir bloß abholen lassen, weil es wurde gemeldet, Wildunfall. Was da jetzt explizit genau passiert ist, können wir dir leider nicht sagen, weil wir wissen es ja nicht. So wie das aussieht, ist da wahrscheinlich eine Büffelherde zwischengerannt, wa? Also es ist nicht unverkennbar, dass es wohl auch Wasserbüffel gibt in manchen Regionen. Ist richtig. Hab ich auch gehört. Ja, ja. deswegen, keine Ahnung. Ja, aber auf alle Fälle nimm erstmal den Anhänger mit.
Ja, dann, dann kuppel du mal dein LKW ab. Ich hol mal noch von drinnen noch ein Schreiben und dann geht's gleich los, ja. Jawohl. Meine lieben YouTuberinos. Was meint ihr zum Plan? Ich glaube, der Plan, den die Jungs geschmiedet haben, der wird gut gehen. Ja, ich glaube, der wird richtig gut gehen. So, wo haben wir die Papiere? Ach, hier, ja. Ich glaube, der wird richtig, richtig gut gehen. In diesem Sinne, lasst das Däumchen da, schreibt natürlich gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich sage erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.